Oder jetzt, mach das weg. Ja, mach das doch weg. Hey Freunde, ich begrüße euch zu der neuen Aufnahmesession und einer neuen Folge von Lego Lord of the Rings. Scheiße. Was denn? Wir müssen ja diese Dinge nachstellen. Ich muss mir nachstellen. Freunde, ich begrüße euch zu einer weiteren Aufnahme von Let's Play Lego Lord of the Rings. Ich begrüße euch zu einer weiteren Aufnahme Lego Lord of the Rings mit dem Tim. Genau. Und ja. Also mit. Vielleicht ich bin jetzt. Ja, vielleicht habt ihr ja bemerkt, dass. Also ich glaube, das hat eigentlich fast eh niemand bemerkt. Hätte man wahrscheinlich eh nicht bemerkt, dass eben da oben das Geld so ein bisschen anders ist und so. Ach, und ja. Der Grund davon ist eben, dass. Wir mussten, letzte Folge mussten wir leider vorzeitig beenden. Das heißt, wir haben dieses Level jetzt nochmal bis hierhin weitergespielt. Aber eigentlich haben wir nichts anderes gemacht, oder? Na doch, wir sind nur schneller durchgegangen, weil es. Ja, deswegen haben wir auch etwas weniger Geld und werden hier in diesem Level wohl kein. Wahre Abenteuer? Ja, ne? Wahre Abenteuer. Kriegen. Alter, warum hast du schon so viel Geld? Was? Was ist da unten eigentlich noch alles? Müssen wir da hin? Ach ja, stimmt, da müssen wir mit Sam hin. Jetzt läuft er auch noch weg, ey. Ich bin wache. Und atme nur meinen Mund aus. So. Oh, guck mal, ich hab ein Schwert. Du kannst das Schwert ja richtig schön drehen, Hannes. Oh, ja. Ja. Ja, das gefällt mir. Ja, ne, dann kommen wir hier runter. Du musst, geh nochmal rüber. Braucht man da jemanden? Was machst du denn jetzt? Ich hab das fast geschafft. Das kann man doch nicht. Das geht doch nicht, man kann doch da nicht einfach runterspringen. Du sollst ja irgendwo unten bleiben können mit dem Sam, der Sam ist Besitz. Alter. Was hat denn der für ein Lachen, bitte? Geh was? Weg, verschwinde. Pussy, warum läuft ihr jetzt so langsam? Ich glaube deswegen. Er vertraut mir nicht. Mein eigentlich Scheiße machen. Da sind Winde. Ah, deswegen. Du musst warten, bis kein Wind da ist, oder? Geht das so? Kann man da warten? Oh, das hat sogar echt geklappt. Ich dachte, das geht gar nicht. Das ist so eine Sperre. Das ist so ein einfaches Konzept. Hey, du musst gegen die Lampe hauen. Gegen die Fahne hauen. Ich weiß. Und wir weiter nach unten. Weiter nach unten. Da war noch eine Münze, eine blaue. Oh. Dankeschön für den Hinweis. Ja, doch. Ja, dann viel Spaß, ne? Schlag wurde keine Leichen, das nennt man Leichenschändung. Das macht man als netten denkender Mensch nicht. Der Sam, der schafft das schon. Die anderen alle hier so rumstehen und nichts mehr. Guck mal, ich tue dir ein bisschen was dazu. Dankeschön. Alter, das ist geil. Guck mal, der hätte ich jetzt gerade die Ohren zu. Guck mal, der hätte ich noch nicht die Ohren zu. Jetzt hält er sich die Ohren zu. Guck mal, der hätte ich noch nicht die Ohren zu. Jetzt hält er sich, halten sie sich die Ohren zu. Ich bin wirklich überglücklich, dass dein Gesang, dass dein Rohr die anderen. Alter, der hätte so sich die Ohren zu, jetzt kann er sich nicht bewegen. Komm, Lego, das hier wird lustig gebracht. Wie soll das denn gehen? Ich muss. Hey, was so cool ist, ich kann jetzt hier eins gedrückt halten und auf den werfen und dann muss der entfangen. Das ist voll lustig, man kann die Kinder rumwerfen. Wie zur Hölle soll das denn gehen? Ja, hast du es vorher schon angemacht? Nein, das. Ja, ich brauchte ja, schau. Klasse. Ich wollte doch tatsächlich hier rüberlaufen. Hä? Ja, dann finden wir noch ein bisschen mehr hier. Ja, geh doch da hin, du kannst das schon vorher machen. Oh. Wusste ich. Sonst geht's dir gut, ja? Hast du das gerade zugewechselt? Ja. Damit du jedes Mal von neuem anfangen musst. Hm.
Genau. Ja, genau, voll realistisch. Alter, guck mal, wie, was ist, sind das für gierige Arschlöcher, ey? Alter, steh ich. Ups. Die einzige Figur, die. Und Tyler, ich schaff's nicht mehr. Hä? Wo ist denn immer der. Ich hab dem. Ich hab dem das Kind zugeworfen und sah es aber noch gar nicht auf. Geil, tschüss. Ich geh jetzt. Wir sind echt solche Idioten. Ja, Idioten natürlich nicht, aber irgendwie. Aussieht. Alter, oh. nicht darüber. Sollten wir jemanden mitnehmen von uns? Du nimmst jemand anders. So, ich nehme den Sam. Das ist der, den man am meisten brauchen könnte. Ja, der Rest ist egal. Der Ring ist egal. Das kann man ich wollte gerade schon zurückgehen. Von Moria gehen. Lass den Ringträger entscheiden. Wir werden durch die Minen gehen. So sei es. Hast du gerade gesehen, wie er den noch eine Nase drauf gesteckt hat? Nein, habe ich gar nicht gesehen. Also das ist voll lustig. So, es gefällt mir besser als das Schnee. Die Türen sind unsichtbar, wenn sie geschlossen sind. Ja, Gimli, und selbst ihre Meister können sie nicht finden, wenn ihr Geheimnis vergessen ist. Wieso überrascht mich das nicht? Klasse. Kann man hier schwimmen? Das ist so unübersichtlich. Das ist Flaschenpost. Wo ist eine Feuerstelle? I don't know. You have to put it here. Oh, du bist unfähig, ey. So ist das Teil erstmal ins Wasser. Hab ich gar nicht. Eine Feuerstelle. Doch, du hast es ins Wasser geworfen. Nein, da drauf. Hier drauf. Zwergentüren sind unsichtbar. Ich kann mit meiner bloßen Faust Steine zerschlagen, wenn ich so ein bisschen am Minecraft. Ja, Hannes, ich habe das Gefühl, ich erinnere wirklich alles an. Oh, kannst du mal diese. Ich merke gerade hier wieder diese Unschärfe. Angestellt. Ja, mich zu nerven oder was? Du nein, weil die schön ist. Nein, die nervt einen voll. Natürlich ist sie schön. Nein. Ich finde dich hübsch. Mich? Ja, das weiß ich aber. Dich? Das brauchst du jetzt nicht im Let's Play. Ja, du bist ein ganz schöner Bube. Das will mich aber jeder sehen. Garantiert nicht, Hannes. Schon einige, die mich sehen. Die Lauren will mich sehen. Stimmt. Aber das jetzt wirklich ein Lachen. Oh. Du bist so unfähig. Guck mal, kann man da drauf werfen? Oh. Hast du wirklich toll gemacht. Geheimnis. Eine kurze Frage. Hier ist ein Floß. Das war eigentlich so nicht geplant, glaube ich. Hey, was denn? Dass man es bloß kaputt macht. Ja, das Floß kaputt macht ist ja nicht so schlimm. Na, wundert sich, dass wir schon alle fertig haben? Oh. Au. Au. Ich wünsche mir gerade Captain America Schild. Hä? Mann. Ich wünsche mir gerade Captain America Schild.
Was mir aufgefallen ist, dass die Zwerge hinten noch was kaputt machen konnte. Blumen. Ach stimmt, so ging das. Ich finde es das cool, dass es solche Safe Points gibt. Und nicht so wie bei Lego Star Wars oder so. Bei Lego Star Wars ist ja... Du bist Lego Star Wars in letzter Zeit sehr kritisch gegenüber. Ja, muss ich sagen. Ja. Aber das Spiel ist auch etwas älter als die neuen hier. Die neuen? Ja, die neuen sind ein bisschen neuer als die älteren. Echt jetzt? Ja, schon. Sure. Eigentlich finde ich nicht so. Nicht? Ich finde schon, dass die neueren neuer sind. Ja, ich finde eigentlich die älteren neuer. Echt? Das ist so ein Schwachsinn. Nee. Was? Jetzt echt? Ja, also. Findest du das Schwachsinn? Ja, also meistens finde ich ja eigentlich die Wahrheit schwachsinnig, aber. Wie voll? Das Gespräch. Das ist eine ganz schöne Beleidigung. Für das Gespräch. Ich dachte, die Gespräche können nicht beleidigt werden. Das haben wir in der Schule so gelernt. Die Gespräche können auch nicht beleidigt werden. Ja, ist doch so. Wie wir heute mal wieder so geile Jokes machen. Ja, also wir sind... Haben heute mal wieder Clowns gefrühstückt. Ja. Clownfisch. Strecke nicht das Wasser auf. Was war gesagt? Strecke nicht das Wasser auf. Warum nicht? Keine Ahnung, ich bin da gerade reingesprungen. Achso. Das ist Halle Ruhe. Ah, jetzt verstehe ich es. Ah, na, ja. Andere Härte brauchen wir auch noch. Wer kann hochspringen, das kann dein Legolas. Weil ein Elf ist. Elfen sind toll. Du kannst... Oh, Tim, du kannst doch da hoch. Ey, wenn du nicht mal mit so einem Elf umgehen kannst. Ich kann mit dem Elfen umgehen. Nein, Spider-Man kann ich immer noch besser umgehen. Mit Spider-Man? Falls ihr nicht wisst, was ich mit Spider-Man meine. Ihr könnt ja mal bei unserem Lego Marvel Let's Play mal bleiben. Ja, genau. Falls ihr es noch nicht kennt, aber ich denke... Wir sind so bekannt. Ja, das müsst ihr kennen. Scheiße. Und so schlau, du musst das Teil da oben noch abschießen. Du kannst jetzt da irgendwo mittendrin stehen. Du darfst jetzt gähnen sagen. Du kannst ja mal deine Kamera ein bisschen ändern, damit du sehen kannst, wann dieser Felsvorsprung unter dir ist. Jetzt. Hä, das geht aber nicht richtig. Doch, du musst nicht auf dem Felsvorsprung landen. Ich kann da nicht drauf landen. Ja, weil du unfähig bist, oder was? Das ist Spaß. Dir zuzuschauen, während du failst. Oh, geil, das ist aber ganz schön... Nicht so hastig, Mr. Lustig. Verglichen ist. Ich wollte mal einen coolen Reim reinbringen, weißt du? Was ist das gerade für ein Geräusch? Jetzt lass dich runter. So, vielleicht sollst du dich runterlassen, wenn ich es dir sage. Was machst denn du jetzt? Du hast gesagt, ich soll mich runterlassen, wenn du es sagst. Ja, ich hab's dir vorhin schon gesagt. Ah, da ist der Felsvorsprung. Ist echt blöd, ey. Ist echt, ich kann nicht mehr. Scheiße. Trotzdem schaffst du es nicht. Alter, ich muss dir schon helfen. Lass mich mal an den Controller. Nein, bist du verrückt. Ich bin vielleicht ein bisschen verrückt, aber... So verrückt auch wieder nicht. Schau mal raus. Ich sollte mal jemals ein Bild machen, wenn wir gerade anfangen aufzunehmen. Und ein Bild, wenn wir dann aufhören aufzunehmen. Hab's geschafft. Ziemlich stolz auf mich. Total stolz auf dich, nein. Oh, guck mal, wie das Brett sich gedehnt hat. Hey, geh nochmal auf das Brett drauf. Oh, sorry, verdammt, ist Wasser rein. Und. Boom. Autsch, Mann. Halt's. Hier steht die Türen von Durin. Des Herrn von Moria, sprich Freund und tritt ein. Es ist ein Rätsel.
Was ist das elbische Wort für Freund? Mello. Oh. Oh. Ho, ho, ho. Da denkt man sich irgendwie immer, wie blöd die Charaktere sind. Der im Kopf gehalten hat. Wo bin ich? Leben wir. Nein! Da hinten bin ich. Aber mich könnte ich aber trotzdem scharf machen. Du, ey, das hat so unfähig. Scheiße. Ich soll nicht da stehen bleiben. Items wechseln. Nein, da wird es nichts. Erstmal speichern. Und dann die Blumen zerschlagen. Wir sollten auch dahin gehen, hier. Okay, warte mal, für den Level machen wir jetzt die Bewegungsunschärfe aus, weil. Bewegungsunschärfe aus, weil. Das ist. Hä, es gab auch noch eine Unschärfe, oder? War das die Blumen? Ja, war's. Ach nee, Gebietstiefe. Das war's. Du hast gerade noch irgendwas geändert, oder? Du musst mal gucken, wo du immer schlagen musst. Das ist ein roter Fleck. Ich weiß nicht, habt ihr hier auch schon einen, der hat einen roten Fleck? Das war auch so klar, so eine Scheiße. Weißt du, wie ich mir gerade so mitgebracht habe, hoffentlich passiert jetzt nichts und so, weißt du? Echt, hast du? Ja, ich hatte das Tief schon nichts gesehen. Au, au, es wird runter und? Nee, das fällt nicht mehr gar nicht. Au, oh, das war ich, Scheiße. Das ist voll blöd, dass manchmal bei so vielen Menschen nicht genau sieht, wer meiner gerade ist. Wo ist sie hergenommen, das Fieber kommt? Oh. Ja, sehr gut. Da hinten. Das ist noch nicht rot. Ist das Vieh jetzt miteinander? Da, hier, da ist rot. Das ist rot, das kommt gleich runter. So, mal gucken. Da ist was, siehst du schon? Nein. Frag mich. Ich muss ihn mal werfen, oder? Ja. Du kannst eh nichts machen. Was war das mal? Warum musst du unbedingt Frodo nehmen? Ja, weil Frodo einen Ring hat. Als ob das zwei Ring gefunden wurde. Ja. Was müssen wir da nehmen? Ah! Du hast ein Auge ausgeschossen. Das ist nie für ein Assi. Ja, was bin ich für ein Assi? Komm, schlag mich bitte noch einmal. Ich möchte jetzt kurz wieder neues Leben. Wo ist denn? Wo geht denn? So, war noch nicht. Los, wirf. Das ist irgendwie jedes Mal komisch, ne? Und dein Auge ist das Ganze absucht, musst du wieder aufs Auge schießen. Also irgendwie tut man es hier auch ein bisschen lang. Nein, mir nicht. Hätte uns nicht angreifen können. Na gut, das wird schon. Hey, was war dem Senax kaputt? Den hat sie auch da reingekriegt. Ja! Das war gerade eine. Das ist. Autsch. Dass wir sowas nicht überleben. Wir haben gerade die Fäuste aneinander geschlagen. Und da schon wieder, aber das hört man richtig. Leider nochmal, keine nochmal. Vollen 100% wahre hey, Jedi. Hey. Scheiße, ich sag immer noch wahre Jedi. Wahre Abenteurer. Aber das wirklich nicht? Hm? Wutschi. Und wie viele Steine bekommen wir? Vier, ein, zwei? Entwürfe. Ja.
Wir hätten drei bekommen können. Ja, ich möchte eine Facecam, um das zu sehen. Wir könnten vielleicht irgendwann eine Facecam, aber das will ich eigentlich nicht. Wo waren wir stehen geblieben? Wir sind jetzt wieder zurück. Ach genau, wir sind in jetzt Hobbingen. Hier. In einem Checkpoint. Auf einem Checkpoint. In Hobbingen sind wir? Ah ne, da geht... Hier sind wir nicht. Ja, aber da gehen wir noch nicht rein. Wir gucken mal ein bisschen rum, ja? Da kann man hier wieder irgendwie die Karte machen. Wo ist denn, warte? Ach so. Wie, was ist das? Schau das Gesicht an. Von mir. So, was ist denn das hier? Der Pass von Karadras. Das ist eine Kartenstatue. Da würde ich vielleicht mal hinwandern. Aua. Ach, genau. Naja. Komm, gehen wir ein paar Steine suchen, oder? Ja. Wir sehen mal den da. Ah, es geht also ganz schön weit hin. Ich brauche jetzt nicht diesen Umweg gehen, oder? Oh scheiße, jetzt habe ich den Weg verloren. Da muss ich dann, hä, wo, hier? Und dann? Ich glaube in die andere Richtung. Ja? Glaubst du? Glaube ich. Hier geht's entlang. Ah. Gibt's eigentlich einen Shortlink für die Karte? Nee. Musst du Kartenstatuen sehen oder so? Ich bin da. Gut. Klasse. Hast du früh gemerkt? Doch, warte. Mein Bitte. Wo gibt's denn hier Steuerung? Nee. Gibt's nicht. Das gibt's nur bei Marvel. Raus aus dem Einstellung. Oh nee! Doch, die ist wichtig. Nein, das nervt voll. Nein, das sieht wirklich schön aus. Okay, da kommen wir dann eh nicht dran. Dann schauen wir mal weiter. Ich habe ein bisschen Lust zu reisen. Oh. Trotzdem? Ja. Geht's auch in die Richtung? Ja, gehen wir mal ran dann. Ja, du findest die ganze Zeit Punkte. Das, wie die alle da rumlaufen. Hä, was ist? Ist das hier Schnee? Ja. Stört dich das? Warum bin ich denn so. Ja, das stört ein bisschen. Das hat schon so einen leichten Charme von epileptischen Anfällen. Idiot. Da läuft er einfach mal so einen Berg runter. Hey, wer kann denn hier befreien? Da ist jemand drin. Du willst doch nicht wieder Retter spielen, oder? Nein, wir lassen die jetzt. Da kommt noch richtig? Ja. Boah, das schaut voll schön aus. Ah. Liegt die ganze Zeit so auf dem Stuhl. Ich weiß nicht, wohin jetzt müssen. Ja, einfach den Steinen folgen. Da. Da gibt es aber jetzt halt nur so wenige. Da oben ist der silberne Stein. Hast du ihn gesehen? Ja. Hey, da kommen wir aber hin. Du kannst da hochschießen. Die Geräusche. Hier. Ja, so. Das verwirrend irgendwie, du bist sehr weit weg von mir. Ja, weil du mich gemut angemacht hast, dass ich weggehen soll. Hä, warum kann ich das nicht springen? Sind wir schon da? Wo zeigt der hin? Oh, wir hätten eine Abzeige nehmen sollen. Nee, da geht er hier zu dem. Ja, aber geh mal hoch. Geh mal nach oben. Wir hätten hier lang sollen und da runter. Also geh nochmal dahin und setz das Nummer 3 fest.
Hier Richtung dann. Ja, wieder zurück offensichtlich, oder? Ja, ich weiß auch nicht, woher ich gekommen bin. Geil. Dann bist du ein Idiot. Das ist so die falsche Richtung, aber es ist geil hier. Hanne. Hannes geht baden. Es ist nicht. Es war die falsche Richtung. Und er trinkt fast. So auf YouTube. Junge geht baden und ertrinkt. Dummer Junge geht baden und ertrinkt fast. Dummer Junge ist scheiße und kotzt danach. Alter. Sag jetzt bloß was, du hast noch nicht geschaut. Na, hab ich nicht. Was ist denn das für eine Pussy? Ich kannte das Video nicht mal. Nicht? Nein. Also du kannst nicht das Video von den Franzosen? Musst du nach dem Franzose kotzen. Das ist ein Franzose, der die Kacke ist. Na dann kann man sich da anschauen. Das ist ein Detail, das muss doch irgendwie... Kann es nicht... Vertuss. Gandalf. Nicht der Gandalf. Macht das Charakterrad voll. Und dann wieder mal ein anderes. Ich glaube, da gibt's keine. Wir gucken mal, was ist das hier? Gehen wir hin? Nochmal unten? Sehr gut. Ja, ich laufe schon in die richtige Richtung. Aber im Fall ging ich schon in die richtige Richtung. Ne, ist falsch. Aber hier ist richtig. Das Geld nicht vergessen. Aber schon mal verwiesen. Oh ne. Wer kann denn? Wir hatten sowas zum Ziehen. Wir hatten die Angel. Der? Nein? Der hat die Angel. Genau. Bin ich. Meine Güte. Kann ich eigentlich keinen erreichen oder was? Nicht mal ein Fragezeichen können wir erreichen. Aber doch. Nein, bringt ihr nicht. Ich bin Jedi. Kein Solo springen eigentlich im Kopfgeldjäger. Hey, warum führt denn jetzt ein anderer Weg nach oben? Ja, das ist so. Der führt wohl wieder zurück, oder? Der will unbedingt, dass wir da hingehen. Hier müssen wir hin können. Ja, dann geh hin. Gut, dann geht's jetzt hier. Ich mag die Landschaft hier irgendwie total. Ja, wir müssen jetzt wieder durch den Schnee. Ja, aber nur ganz kurz. Oh, jetzt fängt schon an. Sag mal, wo zur Hölle bist denn du? Ich bin schon weitergelaufen. Aber wohin denn? Ja, ich bin den Weg gefolgt. Ich sehe hier keinen Weg. Ja, ich bin ja schon längst woanders. Scheiße, warum sterbe ich denn hier immer? Unfähig. Scheiße, jetzt sehe ich. Jetzt sehe ich gerade nicht mehr, wo ich hin muss. Da muss ich hin. Wie wir anfangs dachten, dass es Münzen sind, die wir schon eingesammelt haben. Ja, irgendwie schon. Oh, dumm von uns. Aber dazu hätten sie irgendwie schon einen Tipp geben können. Ja. Aber ich finde das cooler, wenn man so einen Shortcut für die Karte hat. Hey! Was ist das denn? Das ist ein Level. Sicher? Ja. Das haben wir noch gespielt, das Level. Ist hier richtig? Mein Güte. Ja, bin ich. Aber. Wollen wir mal zurückwandern in unser altes Dorf? Da kommt man noch gar nicht hin. Kannst du mal auf 3 drücken, kannst du herauszoomen. Was braucht er? Also Wetterspitze. Das Bre und Torbe. Da ist der Reiter. Da. Gehen wir wirklich hin? Gehen wir gleich. Wenn erst zu dem einen Fragezeichen da sind. Hä, hier muss ich irgendwas machen können. Autsch. Hä? Irgendjemand kann hier was zusammen. Ach, das muss man drehen, aber ich kann nicht drehen. Kann irgendjemand von uns. Du kannst nicht drehen. Alter, bist du unfähig.
Scheiße. Zum zweiten Mal schon. Hä? Bist du aber auch schon mal gestorben? Jetzt gerade eben zweimal hintereinander. Das war auch plötzlich schnell. Fantastisch. Du musst nicht weitergehen. Du, der Weg muss nicht wieder. Bleib halt gefangen. Das. Wohin gehst du denn? Wohin gehst du? Zum Fragezeichen. Das Fragezeichen sind wir auch schon. Die Karte hier. Das ist das Fragezeichen. Und wir laufen gerade. Der markiert immer automatisch das hier. Achso, ja gut. Zum Weg raus und dann gehen wir nach Hobbing hin. Weil wir es können. Hier herreisen. Ah, da musst du also hin. Du kannst auch selbst hinreisen. Willst du nicht hinreisen? Soll ich dahin oder soll ich dahin? Alter, jetzt bin ich in Hobbingen und jetzt geht's nach Bre. Ist ja gut, ist ja gut. Ah, oh, ist das schön hier. Echt hübsch. Die ganze Truppe steht da. Ich find's blöd, dass die einem immer hinterherlaufen dann. Dann hat die gar keine Privatsphäre mehr. Wollen sie kaufen? Oh, da ist mal warum? Nein! Um Gottes Willen. Da wird mir gleich nostalgisch hier. Ich reise nach Bray. Was kann man da machen beim Tom Bombadili? Warum läufst du nicht nach Bray? Hey, du hast ein Ziel auf Frage. Nein! Oh, das ist doch voll langweilig, was du immer machst. Nein, das nennt man... Ich laufe nach Bre. Aber warum muss es in Bre unbedingt immer regnen? Ich laufe nach Bre. Ja, klar, mach ich. Du findest erstmal gar nicht aus Hobbingen raus. Natürlich. Wir können das nämlich hier in Bre auch sehr viel mehr machen. Hobbingen so, war schön, aber... Ich reise eine Runde nach Bre. Also, was machst denn du? Bre ist hässlich. Lewis kann von Seilen aus nach oben springen. Kommt so vielleicht der Bauer und schlägt uns wieder. Nein. Ja, gut. Ach, das ist cool. Guck mal hier, Tim. So ist die Landschaft einfach laufen. Ich mag die Landschaft hier total. Es ist einfach nicht zu regnen. Oh, ich muss erstmal ein Boot rüberfahren. Wutz. Auf dem ersten Boot überfahren. Bam, bin ich toll. Scheiße. Tim, kannst du kurz ein Boot rüberholen? Karte ansehen. Reiß doch einfach nach Bre, meine Güte. Kartenstatue. Die herreist. Ja. Konnte nicht jemand von uns? Oh, der gute Bauer mit seiner Karotte. Der freut sich, wenn ich seine Karotten kaputt mache. Glaube ich dir. Der würde sich sogar noch freuen, wenn du ihn umbringst. Überspringen. Ich habe meinen Suppentopf auf der Straße verloren, auf der sich der schwarze Reiter hat. Das hatten wir uns schon 10.000 Mal angehört. Der Hannes muss erstmal eine Knochen vor. Aber springt, das ist ganz typisch. Oh, das habe ich eigentlich nicht mehr in der Hand kennen. Ich finde es immer so blöd, wenn der sein Schwert in der Hand. Alter, guck mal! Wird man eigentlich auch nass? Geh nochmal zum Tänzen mit dem Pony. Oh. Ich muss kurz gucken, wo du nicht bist. Ha! Geil. Ja, alles verwüstet. Schon lasse ich dann alle hassen, ne? Ja und? Weil du hier den ihre tänzelndes Pony. Nein. Weil ich hier tänzelndes Pony umgebracht habe, oder was solltest du sagen? Oh, guck mal. Das ist tänzelnde Pony. Hallo, guten Tag, guten Abend. Na, wie geht's?
dir was trinken? Kann man sich hier irgendwas kaufen? Sorry, das muss sein. Was? Wir verschwinden jetzt gleich wieder. Verstehst du? Alter, was sind das für Säufer? Schenkt sich sofort wieder nach. Nicht gut. Alter, hey, der hat einen Star Wars Bart. Das ist die Anakin-Frisur mit Obi-Wan-Bart. Woran du auch immer denkst, die Anakin-Frisur mit Obi-Wan-Bart. Echt? Ich warte noch kurz, bis er nicht mehr umdreht. Ja. Nein, nicht mit Obi-Wan-Bart, aber mit einem Anakin. Da sind wir auch schon beim Schmied. Nein, wobei schon vielleicht ein wenig hochgegriffen ist. Was mache ich denn jetzt? Skelettschwert, Mithril Bündelbogen. Was nehmen wir? Nehmen wir so ein Skelettschwert? Guck mal, da kannst, hier kannst du was machen. Bündelbogen kostet 4, kaufen wir uns so einen. Was kann er damit machen? Schießen. Hat den jeder? Ich denke schon. Müssen wir leider erstmal gucken. Müssen erstmal lernen. Aber leider nicht in Leveln, ne? Nicht? Nee, nur in dieser Zwischenwelt. Aber da lohnt sich eigentlich auch schon. Ja, ich weiß, wie man den sich holt. Man kann einfach hier auf das Inventar gehen, dann kann man hier auf Schatzgepäck gehen, dann hat man das Zeug. Welchen Bogen werden wir uns holen? Mithril Skelettbogen, glaube ich. Oder Mithril. Nee, nicht. Bündel. Nicht. Bündelbogen, genau, Bündelbogen war's. Das ist voll komisch, wie er das jetzt macht. Weil ganz ehrlich. Aber er schaut irgendwie voll traurig aus. Ja, obwohl er eigentlich voll nett ist. Cool, den hat nicht jetzt jeder dabei. Muss man leider immer erst suchen. Da. Wo ist denn der? Ey, der ist cool. Nein, nach unten musst du gehen. Vom Anfang nach unten. Ah, hier? Ui, du hast den nicht. Warum hab ich den denn nicht? Frag mich nicht. Der Vollkacke. Verplant. Ich kann mir vor auch einfach was kaufen, Tim. Ja, wir haben aber nicht mehr genug Teile dafür. Wenn wir 16 haben, dann kaufen wir uns ein Mithril Skelettschwert, okay? Nee, weil es dann eh wieder nur einer hat. Nein, das haben alle, aber du kannst es nur nicht nutzen, weil du kein Bogenschütze bist. Schau mal, diese Mithril-Kelle, die hast du doch auch, oder? Ja. Eben, das ist da. Aber warum gibt es dann hier bei mir Bogen, wenn ich die eh nicht nutzen kann? Frag mich nicht. Ich probiere das nochmal aus. Nehmen wir mal Gandalf, den Grauen. Wie musst du gehen? Also nach unten? Da ist er doch. Ja, was jammerst du dann rum, ey? Ist ja gut. Oh, guck mal. Da hol ich mir schon das, was wir dann später uns kaufen werden. Cool, jetzt habe ich hier. Hey, einen was mehr. Willst du denn später kaufen? Ich habe gerade einen neuen silbernen Stein gefunden. Irgendwas. Wir müssen mehr von diesen Entwürfen finden. Ups. Wir sollen die Folge beenden. Ja, dann sehen wir uns das nächste Mal wieder. Hey, was ist denn da? Hm? Geh mal auf diesen schwarzen Ritter. Ist das der schwarze Reiter vielleicht? Ach nee, das ist vom Ringgeist, da wo die uns verfolgt haben. Aber das hier, das interessiert mich.